Willkommen bei mir, dem Thorsten Akatote, beim Clan True Warriors 2. Ja, war ja alles nicht so schlimm gestern. Ihr dürft mir das auch nicht ganz so krumm oder so ernst nehmen oder auch abwertend gegenüber Bases, denn wenn ich sage, ja, ich nenne euch mal eine Scheiß-Base, dann meine ich das eigentlich nur gesehen auf diesen Clan hier, denn hier gibt es so gut keine Engineering-Bases, hier gibt es relativ normal gelevelte Bases und wo die anderen Bases dann halt reinpassen in die Clans, da passen sie halt rein. Ja, also ich habe ja gestern relativ abwertend gesagt, ja Mensch, 4er Queen, 6er King oder andersrum, das ist scheiße. Das passt vielleicht in andere Clans, aber hier in diese Clans passt das leider nicht. Das will ich eigentlich damit sagen. Aber nichtsdestotrotz, ich bin immer noch hier. Nein, ich bin schon wieder hier. Ich bin natürlich in der CK-Suche im anderen Clan, aber ich helfe hier mal wieder ein bisschen beim Spenden aus und habe gedacht, ich stalke den TH2 oder TW2 hier mal. Ist mir aber nicht so gut gelungen. Denn die greifen hier ganz behende an. Also vor allen Dingen hier der Barfuß hier macht hier nur 81%. Na, dann fangen wir hier mal mit dem Nick an und dann zeige ich euch auch mal, was oben eigentlich Sache ist. Ja, der Nick ist hier. Oh, 30 Loons. 30 Loons. Das habe ich hier. Ich habe die Angriffe hier noch nicht gesehen. Das habe ich auch noch nicht gesehen hier. Also cooles Ding hier, aber hier kommen schon mal zwei Maxed Out. Ja, sie können nicht Maxed Out sein vom Gegner. Ich muss mal gerade gucken. Doch, die sind Maxed Out wahrscheinlich, denn der Gegner hat oben auch zwei Zehner. Und in dieser Folge haben wir dann auch mal, ja, man muss mal sagen, einen Fail-Zehner drin. Ich zeige dann den auch gnadenlos, denn ich habe auch danach geschrieben, also Mann, ey, so kann man hier, so kannst du hier nicht angreifen. Das ist einfach so. Und es kommt auch gar keine Gegenwehr oder gar kein Gegenspruch, so nach dem Motto, oh, sorry Leute, war jetzt mal nichts und wie kann ich den denn eigentlich sonst so machen? Das und das finde ich ja halt auch immer so traurig, wenn dann jemand gar nichts sagt. Gar nichts, also wirklich null, schweigt, sich noch danach sogar über Truppen bedankt und ich dann auch extra nochmal anschreibe, Mann, jetzt sag mal was, mach mal was, nix, es kommt einfach nichts. Und ich könnte fast wieder anknüpfen an die Folge von gestern. Denn auch das kann eigentlich nicht sein. So ein bisschen Kommunikation kann ja sein. Also wenn man mal sagt, und es wurde vorher auch schon, also auch derjenige hat vorher schon festgelegt, pass mal auf, ich mach die 1 und du machst, ich mach die 1 und 2 und du machst bitte die 1, die 2 und 3, dann kann er, das kann nicht sein. Ich habe hier dann auch geschrieben, nee, du machst bitte erstmal gar nicht, solange der CK nicht angefangen hat. Es wird hier nicht mehr bestimmt, wer hier irgendwas macht. Und wir können uns hier den Barfuß angucken. Der ist mir leider missglückt, denn ich habe etwas zu schnell Attack gedrückt. Eigentlich habe ich mit dem Barfuß immer einen Go-Hawk. Immer einen Go-Hawk am Start. Denn mit dem mache ich ja wirklich, wirklich wenig. Mit dem mache ich natürlich viele CKs. Aber farmmäßig geht mit dem nichts, außer es gibt Events. Und dann habe ich hier gedacht, ach hey, jene Toto, Farmarmee am Start, Farmarmee, da muss jetzt irgendwas machen. Und mit Riesen ist so eine Base hier mit den Packer nicht wirklich zu bewältigen, aber ich muss jetzt das Beste irgendwie rausreißen und gerate dann natürlich selber so ein bisschen ins Fettnäpfchen. Aber ich hoffe, ihr seht mir das nach, das kann immer mal wieder passieren. Also auch mir passieren natürlich irgendwelche kleine Missgeschicke oder so Mini-Fehler. Ich war schon ganz froh, dass ich die Clanburg hier schon mal geschafft habe und immer noch einen Magier über habe. Und ich hier den Clear wenigstens ganz, ganz gut schaffe, also den Funnel für meine Bowler und für die Packers. Denn da hatte ich auch schon Sorge, dass die jetzt nämlich rumrennen, weil diese Bauhütte da noch stand, aber sie war nicht nahe genug. Nur für einen Packer war sie nahe genug. Fand ich jetzt gar nicht mal so schlimm, dass der jetzt rumlatscht. Denn die Prozente außen müssen ja auch gemacht werden. Aber innen wurde es natürlich wirklich, wirklich mau. Und das hat mich ein bisschen geärgert. Also diese Hockbase hier, die ging mir ein bisschen auf den Zeiger. Ihr hört das auch. Aber naja, was willst du machen? Ich habe mich entschuldigt. Ich habe gesagt, Leute, tut mir leid, eigentlich habe ich immer einen Gohawk am Start. Und die Leute haben auch gesagt, ey Toto, du hast eigentlich immer einen Gohawk hier. Ja, weiß ich.
Und genau auf so eine eigentlich nicht so tolle Base hier ist natürlich ein Quahog genau das Richtige. Naja, hatte ich halt nicht das Richtige dabei und dann freut sich der Gegner hier. Also der Amir wird sich hier freuen, dass ich hier eigentlich so gefailt habe und mit einem Go Vibe hier diese Base angreife. Ja, naja, was willst du machen, was willst du tun? Aber um nochmal auf ganz, ganz oben zu sprechen zu kommen, dort, ja, da sieht es echt ganz mau aus, denn der Helmchen, ich spreche jetzt auch mal ganz bewusst Namen an, der hat in den letzten CKs hier schon nur einen Stern auf die obere Basis hier geholt. Das war schon ganz, ganz mau. Und jetzt habe ich im Vorfeld schon getippt: Helmchen, du musst mal 2 Sterne holen auf die Basis. Oh, der King Ali greift hier an. Ah, das ist super. Das ist super, wartet mal, dann habe ich hier was live drin. Das ist ja auch, oh, das habe ich nicht mehr erwartet. Zu dieser Uhrzeit mal sehen, wie sich der King Ali hier mit seiner Truppe schlägt und was er eigentlich vorhat. Er hat auch nichts gesagt. So nach dem Motto, ich mache mal einen Go-Hock oder ich mache mal einen Go-Laloon oder was auch immer. Mal sehen, wie er reinkommt. Die Mauerbrecher sind schon mal nicht so schön reingekommen. Ich würde dann immer sofort den Sprung zücken, wenn ich einen habe. Aber der King hat sich hier mit dem Golem durch die Mauern gequält. Jetzt muss natürlich irgendwas dahinter. Also komm, hol die Magier hier raus, denn deine Giftzauber werden es nicht schaffen. Lass die Magier doch nicht drin. Hol die raus. Die Giftzauber packen das nicht. Der Loon und der Drache, die machen dort alles kaputt in der Mitte. Die rennen zwar jetzt noch relativ zügig weg, aber der Drachen wird die ganze Zeit leben jetzt. Das ist einfach so. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie er den hier wegkriegt. Denn der schwebt hier jetzt rum und wartet jetzt nur auf seine nächste Meute. Ja, also Drache wartet auf die nächste Meute und da wäre die Meute gewesen. Hätte er sie hier oben an die Clanburg gesetzt, wären die geradeaus zu dem Drachen gegangen und hätten den sicherlich gemacht, weil der war ja abgelenkt von den anderen Truppen. Jetzt hat er natürlich, na, schafft das? Nö, schafft er natürlich nicht, weil da sind zwei, hier sind Magiertürme. Und der Drachen, jetzt muss er sehen, dass er hier seine Lufttruppen rauskriegt. Und die X-Bogen stehen allerdings auch schön auf Luft und Boden. Da kommen noch Skelette raus. Jetzt hat er nur noch einen Eilzauber. Ja. Ich meine, aufgrund der Zerstörung dieser Base hier werden das wohl 3 Sterne, 2 Sterne werden. Aber das ist dann auch gewesen. Ja, und das ist natürlich schade. Jetzt hat er hier hinten noch ein paar Loons. Allerdings mit dem DPS noch nicht mal von dem X-Bogen, sondern eher von dem Bogenschützenturm wird das nichts. Und die paar Mini-Lakis hier schaffen den Drachen auch nicht. Da kommen nochmal Luftfallen raus. So geht's nicht. Also, es ist ja nicht ganz ein Fail. Ne? 3 auf 3, das geht ja noch. Denn ihr habt die 1 auf 1 noch nicht gesehen. Die geht hier oben weiter los. Und die zeige ich euch auch. Also, ich habe gesagt, mit so einer Armee kannst du hier über diese Seite, da kann man nicht angreifen. Also, wenn man jetzt nicht wirklich weiß, so nach dem Motto, oh, meine Truppen sind nicht so stark und meine Helden eh nicht. Also 29er Queen und 14er King, das ist auch schon ein Pärchen, was ich sowieso nicht verstehe. Dann machst du dir hier um diesen Inferno und um diesen Tesla, denn das sind 5 Felder hier oder 6. Das sind 6 Felder da dazwischen, wenn man mal durchzählt. Dann haust du hier genau zwischen diese beiden Sachen mittig ein Erdbeben oder 4 Erdbebenzauber rauf. Damit machst du dir hier den kompletten Komplex auf. Dann brauchst du nur noch einen Mauerbrecher hier und kommst hier in die Base mit Golems und von mir aus auch mit Walküren. Aber das ist ja eine Armee, da musst du schon so ein bisschen mehr Profi sein, hätte ich fast gesagt, um dann irgendwas hier zu dreiern. Aber so, Helmchen, ist das echt Grottenmist. Ist das wirklich Grottenmist und es geht hier ja fast so weiter, wie ich gestern aufgehört habe. Wenn ich so hart auf meine Maus klicke, dann bin ich immer ein bisschen erzürnt. Ja, und aber wir gucken uns das Drama hier eigentlich einfach mal an. Wenn ich hier jetzt den Golem ziehe und erst wird die Queen geheilt, jetzt kriegt gleich vielleicht mal der Golem Beschuss. Dann heilen die Heiler nur noch den Golem, nämlich jetzt. Ja, Anne, jetzt sind die Heiler noch auf der Queen und die Golems sind vorne. Da hat er ein bisschen Glück gehabt, aber mit den Fallen hier und mit den, vor allen Dingen mit den Loons und mit den Walküren. Ja, das klappt hier nicht. Jetzt guck mal, hier hinten sind die Infernos hinter Mauern. Ja, die sind hinter Mauern und da muss er irgendwie hinkommen.
So natürlich nicht. Ja, mal sehen, wo er jetzt einen Sprung setzt. Also er lässt sich ja jetzt auch relativ viel Zeit mit seinen Walküren. Ja. Ja. Ich meine, die gehen jetzt schnurstracks hier in die Base rein. Aber so richtig. Da sind schon mal vier. Da sind auch schon mal vier gesetzt. Jetzt sind die Golems hier erstmal dran und auch die Walküren. Die gehen jetzt erstmal ganz locker alles, was das Herz begehrt, außen ran. Und ja, den Sprung hat jetzt mal keiner genutzt. Ja, also die Seite hier ist echt kacke gewählt zum Angreifen. Das will der Angreifer ja nur, dass man von dieser Seite aus angreift, weil sie schwach erscheint. Aber ihr seht das ja hier, die ist nicht schwach. Der Angriff war einfach nur scheiße. So. Habe ich gestern auch schon gesagt, ich nehme hier kein Blatt vorm Mund. So haut das hier auch nicht hin. Und auch die Palakis hier reißen natürlich überhaupt nichts mehr. Ja, also da brauchst du dann nicht um Stern noch betteln. Das ist einfach Mumpitz hier. Gebe auch ein bisschen auf den Sack. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mit dem Barfuß hier noch einen zweiten Angriff. Ich konnte eben nur nicht fordern. Der fordert jetzt mal eben ein paar Truppen. Und dem gebe ich jetzt auch ein paar Truppen, auch wenn hier noch Spenden offen sind. Ne, hier sind keine Spenden mehr offen. Dann hole ich mir mal ein paar Loons ab hier mit dem Barfuß. Und ich greife jetzt am Tablet an, zeige euch das einfach in dem Thorsten-Account hier. Denn nachdem ich den ersten so versemmelt habe, habe ich vielleicht ja Glück beim zweiten. Gucken wir mal. Und ich hab alles am Start. Die Base hier. Ich kann ja nicht so richtig mit Luft, aber ich habe einen Plan. Ja, ich habe einen Plan, denn mein Plan lautet da vorne, wo die Luftabwehr ist und der Feger, dass ich die beiden Sachen komplett wegmachen kann. Das wäre eigentlich mein super Plan. Und ich gehe einfach mal rein. Ich habe meine Truppen am Start, die hatte ich nämlich vorher schon fertig. Und dann schauen wir mal, jetzt müsste hier eigentlich Attack kommen. Ja, da kommt auch Attack. Und jetzt bin ich live dabei. Ich scroll noch mal so ein bisschen. Kann ich noch ein bisschen raus? Ja, ich kann noch ein bisschen raus und gucke mal, ob mir das gelingt. Ob ich wirklich die beiden Sachen hier blitzen kann und kann sie beide wegmachen. Das wäre natürlich übergöttlich. So, da haben wir die beiden Blitz und ja, na, da haben wir das. So, da haben wir das schon mal aus dem Spiel genommen hier. Und dann nehmen wir mal ganz piano hier. Ne, die brauchen wir gar nicht nehmen. Die brauche ich gar nicht nehmen an der Stelle. Denn ich nehme das mal jetzt so, dass die schon mal so ein bisschen wegmachen. Und auf der Seite hier ist natürlich die Clanburg. Ich ziehe relativ spät jetzt meine Loons mit raus. So, jetzt habe ich noch ein Gift. Da kommt der Gift rein. Und hier kommt jetzt der Wut mit rein. Ja, mal schauen. Ich muss immer zusehen, dass ich mit meinem King außen rumlaufen kann. Denn die Drachen sollen nicht nach außen hier. Und deswegen sollen die drin bleiben. Also schuldig, dass ich gerade ein bisschen zur Seite gesprochen habe. So, hier haben wir noch zwei Lakis zu setzen. Und gucken wir mal, ob mir der Drachenangriff hier gelingt. Jetzt kann ich auch wieder nach vorne sprechen. Da sind jetzt zwar die drei Teslas in der Base hier drin, aber ich glaube, die stören diesen Angriff hier nicht mehr wirklich. Und gucken wir mal, die Fallen hier, die stören die Drachen auch nicht so. Mein King ist noch ein bisschen dabei, jetzt ist er weg. Aber die Drachen sind in der Base geblieben und das ist mir ja wichtig gewesen. Ich habe jetzt nur noch ein bisschen Flächenschaden, habe jetzt noch relativ viele Loons. Also ich bin nicht mehr so richtig firm in den Loon-Angriffen hier, in den Drachenangriffen, Entschuldigung. Und aber ich glaube, das ist mir mal doch gelungen. Jetzt habe ich hier nur noch einen Bogenschützenturm und einen Magierturm. Das dürften die beiden Drachen sogar noch packen hier. Und dann habe ich auch Zeit für den Rest dieser Base hier. Ja, das sieht ganz gut aus. So, ich scroll euch das mal ein bisschen näher rein. Ja, das hat mich ein bisschen gewurmt mit den anderen Angriffen hier, vor allen Dingen von Helmchen, von Ali. Noch nicht mal ganz so, der wird aus seinen Fehlern lernen. Das alles tut hier aber mein Zweier hier auf den ersten. Der war natürlich dösig. Und ja, mit den beiden Lagern hier und mit der Bauhütte ist das hier zumindest von mir ein Dreiständer geworden. Denn ich habe morgen ein bisschen weniger Zeit hier anzugreifen. Deswegen musste ich heute mit dem RH8 schon mal beide Angriffe hier machen. Und zack, da sind es drei Sterne. Ja, bevor mir hier in RH9 auch diese Base verklaut. Denn hier passen die Absprachen auch nicht. Ja, denn irgendein RH9 hätte mir diese Base wieder weggenommen.
Und das wollte ich unter Umständen vermeiden, denn jetzt müssen die Neuner hier, ja, die Neuner müssen jetzt mal ran. Also schauen wir mal. Ich bin ja auch noch mit dem Neuner dabei und wir gucken mal, wie das hier weiter wird. Ich werde jetzt erstmal so ein bisschen bleiben. Ah, den Tobi kann ich mal gerade tippen. Ich habe welche. Ich habe ja auch noch ein bisschen was zu spenden hier. Ja, wie gesagt, also lasst euch davon nicht erschrecken von der Folge von gestern. Wir haben ja auch schon wieder Zuwachs gekriegt. Also wir sind schon wieder fast 40. Ja, ihr seht es, 38, 50. Also mal eine etwas kürzere Folge hier. Oh, so ein bisschen angesetzt an die anderen Folgen. Als Team sind wir unbesiegbar. Der Lichte 2-0 ist hier jetzt erstmal wieder in diesem Clan hier, weil er gemerkt hat, ja, im ersten, da ist es schon ein bisschen nackiger. Ist auch so. Aber auch aus dem ersten werdet ihr demnächst, was heißt demnächst, die nächsten Tage von mir was sehen. Am Donnerstag kommt aber erstmal für euch wieder eine Dorfbesuchsfolge, denn ich habe reichlich von euch bekommen. Und dann arbeiten wir auch mal ein paar Kommentare ab, denn auch die sind mal gut, mal normal. Es freut mich einfach. Ich werde die einfach mal ein bisschen vorlesen und auch mal beantworten vor allen Dingen, denn ich beantworte ja auch nicht alles immer in den Kommentaren, immer alles nur so gut wie es geht. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Flasht.